Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Die Sims 4. Heute ein wenig früher als sonst und sehr wahrscheinlich gibt es auch heute zwei Folgen. Das liegt daran, mir hat das mit den Vampiren doch um einiges besser gefallen, als ich vorher noch vermutet hatte. Es hat mir echt mega viel Bock gemacht. Ich finde, es gibt unfassbar coole Möglichkeiten hier in Create a Sim. Und ich möchte natürlich, so gut es geht, das neue Gameplay-Pack irgendwie mit unserem richtigen Let's Play vereinen. Und ich habe mir jetzt was überlegt. Und zwar hat die gute Marie ja noch keinen Partner. Und ich fände es ganz schön, wenn sie vielleicht einen Vampir-Partner kennenlernt. Und deshalb habe ich mir überlegt, dass der gute Vladislaus Stroud einfach mal zwei Kinder bekommt. Einen Jungen und ein Mädchen, die vielleicht sogar Zwillinge sind. Und eventuell kann Marie sich mit den beiden anfreunden, eine Liebschaft mit den beiden eingehen, ich weiß es nicht. Du, mein Lieber, bist jetzt ein junger Erwachsener, ne? Wie siehst du denn als Rentner aus? Eigentlich genauso. Weißt du was, du kannst auch gerne ein Rentner bleiben. Das passt dann vielleicht ein bisschen besser, wenn ich nämlich dann sage, Vampir hinzufügen. Wow, genau. Und ja, ein Mädchen und ein Junge, die beiden müssen dann, ja, junge Erwachsene sein. Eigentlich Mann und Frau, gar nicht Mädchen und Junge. Was erzähle ich hier? Mann und Frau. Denn auch die Marie ist ja schon eine junge Erwachsene. So, da schauen wir jetzt erstmal durch, was denn vom Grundkonzept ganz gut aussieht. Mal schauen. Ja, das könnte schon gehen. Und wie gesagt, in dieser Folge möchte ich gerne die Vampire erstellen und in der Folge, die dann heute um 17.30 Uhr kommt, also wie immer, da geht es dann vermutlich ein bisschen mit der Lucy weiter, denn sowohl die Vampire als auch die Kleinkinder, das ist jetzt beides für mich neu und ich möchte dann natürlich so viel wie möglich mitnehmen. Ich finde hier gerade auf den ersten Blick gar nichts, was mir super gut gefällt. Da müssen wir dann wohl selber noch ein bisschen Hand anlegen und fangen erstmal bei dir an. So, meine Liebe, das Gesicht wird natürlich ganz bleich. Ich habe mich dafür entschieden, das habe ich mir schon im Vorhinein so überlegt, dass ich die Vampirgestalt sowohl im normalen Zustand als auch im dunklen Zustand gerne hätte. Im dunklen Zustand dann vielleicht ein kleines bisschen böser. Müssen wir dann mal schauen. So, das ist jetzt die dunkle Form, ne? Okay, das wird dann gleich die dunkle Form, also ist das hier noch die ganz normale Form. Alles klar. Da würde ich sagen, kümmern wir uns erstmal ein bisschen um das Gesicht. So, ich finde das hier immer ganz schön, aber eigentlich ist meine Lieblingsgesichtsform für Frauen ja diese hier, ne? Die mag ich ganz gern, wobei wir jetzt auch mal das hier probieren könnten. Das wird sich sowieso gleich mit den Augen und alles wird sich das ein bisschen verändern, wenn sie dann doch ein klein wenig vampirischer aussieht. Hm, was für Augen könnten wir denn mal nehmen? Das finde ich ganz schön. Na, die sind mir fast ein bisschen zu rund. Die sind gut. Die sind gut. Das sind relativ schöne Augen. Vielleicht mache ich die noch ein bisschen größer. So. Das typische Stupsnäschen. Soll das denn bleiben? Was gibt es denn sonst noch so? Also ich werde mir da auch heute wieder ein bisschen Zeit lassen. Und mir alles genau anschauen und überlegen, ob die Sims wirklich so gut aussehen. Ja, das ist doch schon mal gut. Wow, total die gerade Nase von der Seite. Deine Wangenknochen vielleicht ein kleines bisschen höher. Weil ich glaube, so füllige Vampire gibt es eigentlich eher selten, oder? Mir wird gerade keine einfallen. Das sieht aber schon ganz gut aus. Relativ hohe Wangenknochen. Das ist gut. Was ist mit dem Mund? Entweder machen wir einen richtig großen. Nee, das ist schon zu viel, ne? Das ist schon zu viel, so ein richtig großer, breiter Mund. Oder eher ein kleiner, süßer Schmollmund, ich weiß ja nicht. Oder mal so, dass es oben ein bisschen herzförmiger ist. Nee, das gefällt mir nicht so gut. Ja, das ist schön, ne? Das ist so standardmäßig, aber eigentlich ganz süß. So, die Mundwinkel vielleicht so ein bisschen so. Und dann, ich kann den noch ein bisschen breiter machen und ein bisschen nach unten versetzen. Wow, ich finde aber, sie sieht um einiges älter aus als Marie, ne? So jetzt auf den ersten Blick, finde ich. Da müssen wir mal schauen, was wir da vielleicht mit den Klamotten oder so noch machen können. Aber von der Gesichtsform
Finde ich das ganz gut. Die Frage ist jetzt sowieso, ob sich das ändern wird, wenn wir... Na, sie sieht so nicht wirklich vampirisch aus, ne? Das ist gut. Weil das ist schon wieder... Das ist schon wieder zu krass. Oder obwohl... Nee, es bleibt ja so. Es bleibt ja so vom Gesicht. Von der Gesichtsform. Da finde ich das ganz gut. Ja. Ja, da finde ich das hier ganz gut. Die pinken Augen müsste man vielleicht ändern. Ich schaue jetzt erstmal bei den Haaren. So, bei den wunderschönen neuen Frisuren. Was bekommst du denn für eine Frisur? Ich hätte ja gerne... Wo ist sie denn? Ach, das war die. Stimmt, die finde ich auch schön, aber die beiden sind halt meine absoluten Favoriten, ne? Ich hätte gern das hier. Ich finde das richtig gut. Wir können ja mal... Oh. Wir können ja mal die unterschiedlichen Haarfarben so ein bisschen durchgehen. Wow, in Pink. Oh, wir können es natürlich auch so machen, dass beide Vampire auch bunte Haare haben, ne? Wobei in Schwarz wirkt es auch gut. In Blond leider... Nee, leider gar nicht so. Zumindest jetzt zu der Hautfarbe oder Rot. Schwarz ist natürlich Standard irgendwie, aber das... Ich finde das super. Ich mag dieses Weiße. Doch, ich mag das. Ah. Ich glaube, das wird bleiben. Ich glaube doch, das fände ich ganz gut. So, die Augen. Hm, was können wir da mal machen? Rot passt jetzt nicht so gut. Das ist natürlich mega, ne? Das ist natürlich mega gut. Blau finde ich jetzt auch nicht so gut. Was ist, wenn du normale Augen bekommst? Wow. Boah, sie ist mega hübsch, ne? Sie ist mega hübsch. Ja, mir gefallen die normalen Augen. Aber die hier natürlich auch, ne? Wobei das vielleicht ein bisschen zu krass pink ist. Blau ist auch sehr heftig. Nee, das nicht. Nichts mit dunklem Hintergrund. Hm, das finde ich auch gut, aber ich tendiere fast dazu, entweder die hier zu nehmen oder eine normale Augenfarbe, damit sie noch... Damit sie so vielleicht noch ein bisschen was Menschliches hat. Wir können ja gleich bei der dunklen Form nochmal schauen, ob wir da die Augen ändern. Wie wird das in Blau aussehen? Nee. Nee, ich finde die Augenfarbe ist schon perfekt, oder? Was ist mit dem, mit diesem hellen Grün? Welches ist denn das helle Grün? Welches ist das? Das hier, ne? Das wirkt bei ihr irgendwie gar nicht so hell. Nee, wisst ihr was? Ich lasse diese hellen Augen. So, Augenbrauen. Das ist schon gut. Das ist auch gut. Das ist noch besser. Das ist noch viel besser. Sehr schön. So, was ist mit deinem Make-up? Können wir mal eben gucken. Du hast jetzt das hier drauf, ne? Okay, das sah sogar gut aus, aber... Huch, Moment. Ich muss aber nochmal eben kurz nachschauen. Hautdetails. Da hast du jetzt nämlich... Du hast die Augenhöhlen, ne? Genau. Nee, das ist mir... Das ist mir eine Nummer zu heftig, muss ich sagen. Also ich möchte schon, dass sie anders aussieht in der normalen Form. Aber nicht so... Nicht so total vampirisch. Das hast du jetzt, ne? Vampirisch, ist das überhaupt ein Wort? Das hier ist gut, weil das passt zum Haarschmuck. Das ist echt gut. So, wie sieht's bei dir aus mit Rouge? Das wird zu dunkel sein, oder? Wow, das ist gut. Ja, das ist sehr hell. Das ist gut. Finde ich das hier besser? Der Unterschied ist bei ihr gar nicht so groß, ne? Sonst fällt das immer so sehr auf. Aber das ist gut. Das ist echt gut. So, also die Lippen. Welcher Lippenstift war jetzt der neue? Der hier unten, ne? Nee. Das wirkt komisch. Das wirkt so, als würde die Oberlippe so ein bisschen überstehen. Finde ich. Wobei das schon wieder... Das geht schon wieder, ne? Das war jetzt nur bei dem Schwarzen so. Das geht. Was ist damit? Nee, das finde ich alles zu viel. Der hier ist matt. Wow. Wow. Ich finde es irgendwie... Ich finde es irgendwie gut. Du bleibst so. Du bleibst so. Was ich jetzt noch gar nicht gemacht habe, ist der Mund. Genau. Was für Zähne bekommst du denn? Nicht so krasse, würde ich sagen. Also das wäre mir schon eine Nummer zu heftig, glaube ich. Ich finde das so süß, ne? Ich finde das total süß. Was mit der Zahnlücke? Mach mal den Mund auf. Auch süß. Aber so typische Vampirzähne
fände ich fast besser, die hier. Ja, die finde ich gut. Das ist echt toll. Was ist mit deiner Figur? Die ist eigentlich super so, oder? Können wir nicht mal das hier komplett ausziehen? Ich finde die Figur super. Die Hüften sind ein bisschen breit, aber das macht nichts, finde ich. Ganz okay. Die Brüste sind nicht riesig, aber es ist okay. So, Kombinationen, da hätte ich jetzt gerne. Ah. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Ach Gott, ich glaube, ich muss Packs einstellen, ne? Sonst finde ich das wieder nicht. Oder finde ich das, Moment mal. Nee, stopp mal bitte. Wenn ich sage, lange Kleider, ist das hierbei? Ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt was Normales anziehen soll oder eher was direkt aus dem Pack, also in ihrer normalen Form. Nee, wo ist denn das? Das hier, genau. Das wollte ich mir anschauen. Nee, ist mir... Nee, ist mir fürs Normale eine Nummer zu heftig, muss ich sagen. Nee, dann das auf gar keinen Fall. Das können wir dann gerne bei der anderen Form nehmen. So, Blusen. Wo sind denn jetzt? Das ist die neue Bluse, ne? Die ich so schön fand. Stimmt, die hier und die hier. Die mag ich beide. Gibt es da irgendetwas, was super gut zu deinen Haaren passt, außer schon wieder weiß? Wahrscheinlich nicht, ne? Blau? Ja, ich finde, es muss schon ein kleines bisschen passen. Das auch nicht so unbedingt. Oder wollen wir ihr da echt was Normales anziehen? Irgendwie witzig, ne? Was ist damit? Ja, aber das sind alles so die Standardsachen, die ich wirklich immer anziehe. Die sind schön, die gefallen mir. Aber was anderes ist ja auch mal nicht schlecht, ne? Quatsch, das wollte ich doch gar nicht. Ach doch, ich wollte das. Was ist denn damit? Ganz normales Oberteil, auch irgendwie öde, ne? Ja, ich kann nicht schon wieder weiß nehmen. Das geht doch nicht. Ich kann doch nicht immer weiß nehmen. Pass mal auf, ich glaube, ich mache das erstmal so, hauteng, wenn du einfach nur eine Jeans anbekommst. Oder aber, das ist natürlich auch geil, ne? So eine Fischschuppenhose. Ja, ich weiß, ich gucke ja schon wieder nach den hellen Sachen. Wobei, wow, die Hose ist gut. Du bist der weiß-lila-Silber-Vampir. Aber da passt das nicht dazu, ne? Moment, was ist damit? Nee, nee, nee. Ich glaube... Das ist nicht so meins. Wow, da ist aber sehr viel Schmuck dann mit dran, ne? Was ist damit? Es ist wieder weiß. Wie immer ist es weiß. Was ist mit Pink? Ist gar nicht so schlecht, ne? Wisst ihr, was ich aber mache? Die Brüste kann ich ein bisschen anheben. So. Ich finde das gar nicht schlecht. Das ist gut. So, Schuhe. Was bekommst du für Schuhe an? Vielleicht einfach irgendwelche... Moment, hochhackige, was gibt's denn da? Ja, sowas hier, dachte ich jetzt. Sowas einfach in weiß? Also sie wirkt menschlich, aber irgendwie anders. Und genau so möchte ich das gerne. Ach stimmt, das habe ich gar nicht gezeigt im Vorstellungsvideo, ne? Passt aber jetzt auch nicht unbedingt zu dem, was wir gerade haben. Da würde eher sowas passen. Voll der Pastellvampir. Wisst ihr was? Ich lasse das aber fürs Erste. Das finde ich... Oh. Oh. Ungeschminkt sieht sie ja mega aus. Wow. Nicht schlecht. Nicht schlecht, meine Liebe. Kombination. Was haben wir jetzt hier? Was ist damit? Wow, das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Das kannst du gerne anziehen, auch in der normalen Form. Wow, das finde ich echt gut. Ja, das hier, pass mal auf, das sind die Handschuhe, ne? Genau, die hätte ich gerne, die hätte ich nämlich gerne weg. Das ist gut. Das Lila in den Haaren passt nicht hundertprozentig zu dem Frack, was sie trägt, aber das macht ja nichts. Die Schuhe passen nicht so gut, ne? In der Farbe, ne, in Dunkel auch überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, ob das normalerweise ein Männerding ist, aber wenn ja, finde ich das gar nicht schlimm, denn mir gefällt das an ihr. Also hochhackige Schuhe, nee. Ich hätte da jetzt schon gerne flache Schuhe. Das ist doch irgendwie Halbschuhe. Was ist mit denen? Nehme ich die nicht sonst immer? Die nehme ich sonst immer, ne? Ihre Füße sehen riesig aus. Kann ich die mal ein bisschen verkleinern? So. Doch, ich finde, das hat was.
das ist mal was anderes. Hm. Sportoutfit, da müssen wir uns jetzt gar nicht so lange dran aufhalten. So ein Ding hier direkt in weiß, wow, das sieht super aus. Turnschuhe, ja, mal wieder die hier in weiß, wie sollte es anders sein? Wie ist denn das hier mit Schminke? Du bist jetzt an den Augen ungeschminkt, ne? Das ist aber nicht schlecht so. Doch, das lasse ich so. Das ist gut. So, das war das Sportoutfit. Zum Schlafen hätte ich bei dir sehr gerne die Dessous, aber in Rot ist das wahrscheinlich. Es beißt sich zu sehr, ne? Das ist gut. Also, wenn ich mich einmal auf eine Farbkombination eingeschworen habe, dann wird die auch irgendwie nicht geändert, ne? Badeanzug, Bikini? Schon ewig keinen Badeanzug mehr genommen. Nee, das passt überhaupt nicht. Einfach schwarz. Einfach schwarz. Boah, sie ist so hübsch. Was ist da los? Das habe ich gerade geschminkt, überhaupt nicht so wahrgenommen. Krass. Sie ist jetzt im Alltagsoutfit geschminkter als beim Ausgeh-Outfit, ne? Das macht aber nichts. Das macht nichts. So. Was machen wir jetzt hier? Kombination. Was haben wir denn da noch Schönes? So voll das Party-Maus-Outfit. Ich weiß ja nicht, was haben wir noch für Kleider? Oder das hier? Was ist denn mit dem hier? Ich weiß, das mag ich total gerne. Das hat Marie auch, das hat Maike auch. Das hat irgendwie jeder, aber... Schön. Ja, das steht ihr auch. Echt schön. Ich möchte es aber nicht schon wieder nehmen. Das fände ich ganz gut. Oder aber das hier. Hat natürlich nichts Vampirisches. Überhaupt nicht. Aber... Oh, das ist schön. Oh... Oh Leute, sie muss das hier anbekommen. Sie muss das anbekommen. Auch wenn sie von Natur aus halt ein bisschen breitere Hüften hat und die jetzt hierdurch noch mehr zur Geltung kommen. Aber das macht nichts. Was finde ich denn besser, das oder das? Das ist, na, das ist nicht genau die gleiche Farbe, aber das finde ich nicht schlimm. Die Frage ist, bleiben die Schuhe? Dann doch eher solche, oder? Ja, die sind vielleicht ein bisschen dunkel. Ich mag die ganzen anderen Hochhackigen nicht. Obwohl doch, die gehen. Die gehen. So, bekommst du denn noch Schmuck? Hm, vielleicht das hier genau, passend dazu in Blau. Oh Leute, wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ich habe mir im Vorfeld schon einen Namen überlegt für sie. Ich überlege gerade. Ich überlege gerade, ob ich das nicht doch wegmache. Ich habe mir im Vorfeld schon einen Namen für sie überlegt. Und da wusste ich noch nicht, dass sie so aussehen wird, wie sie aussieht. Das habe ich mir nicht überlegt. Aber der Name passt ultra gut. Der Name passt ultra gut zu ihr. Ihr werdet ihn gleich erfahren. Gefällt mir mehr. Das gefällt mir mehr, wenn sie nicht so stark geschminkt ist. Da hat sie Lippenstift. Da hat sie auch Lippenstift, der aber etwas dezenter ist. Ich finde sie toll. Ja, ich finde sie echt gut. So, dein Bestreben. Wissen, das war Vampir. Wo gab es denn noch überall Vampir? Bei Familie, ne? Möchte eine Vampirfamilie gründen. Ja, das hätte ich gerne. Und du, meine Liebe, bist romantisch. Vielleicht noch ein kleiner Geek. Und liebt die Natur, vegetarisch, tollpatschig, tanzwütig, kindisch. Familienbewusst. Das passt doch dazu. So, und ich würde sagen, deinen Gang behältst du aber, also den ganz normalen Standardgang, ne? Ja, den hast du jetzt. So, du bist der Vater. Und die Gute heißt... Es passt einfach so gut. Nee, oh Leute, es passt gar nicht so gut. Es passt überhaupt nicht so gut. Also, der Name, den ich mir als allererstes überlegt habe, war Violetta. Und Violetta hätte jetzt unfassbar gut einfach gepasst zu dem ganzen Lila. Ich habe mich aber dann dafür entschieden, weil Violetta doch ein bisschen blöd ist. Dachte ich, Viola wäre schöner. Stimmt, ich habe mich ja danach für Viola entschieden. Viola finde ich viel besser und ihr heißt mit Nachnamen Stroud, ne? Okay, dann bist du natürlich Viola Stroud. So, meine Liebe. Und damit bist du fertig. Und eine potenzielle Partnerin, vielleicht auch nur Freundin, für die liebe Marie... So, machen wir jetzt, wow, direkt deine dunkle Form. Da möchte ich, wie gesagt, gar nicht so viel ändern. Make-up, nein. So, dass du hier vielleicht Hautdetails, nein. Vampirbraun, braun, nicht braun. Das hier nicht allzu heftig.
das auch nicht allzu heftig, wenn dann das hier. Und ich glaube, das hier ist mir alles... Obwohl, das geht noch. Ich wollte gerade sagen, mir ist das alles zu krass. Aber das geht. Das ist mir aber zu viel. Das kommt weg. So, an deinem Mund noch ein bisschen was. Das ist okay. Auch nicht ganz so viel. So, und was wollte ich machen? Ich wollte genau das Outfit ändern. Hier bekommst du dieses wunderbare Kleid an. Obwohl, was ist das eigentlich? Nee, das meinte ich gar nicht. Es gibt doch so ein anderes schwarzes. Das hier. Mal eben schauen. Boah, das wird auch voll gut aussehen, Vampirbraut, ne? Ich möchte aber jetzt gerne das andere. Jetzt finde ich das wieder nicht, ne? Ach Mann, jetzt finde ich das wieder nicht. Warum ist das hier mal so versteckt? Haben es denn Packs? So, Vampire. So, Madame, das hier. Und dann ist die Frage, tatsächlich in Lila? Ich finde es in Weiß schöner, aber ich möchte nicht immer Weiß nehmen. Ihr wollt bestimmt auch ein bisschen Abwechslung, ne? Weil das macht sie viel älter, als sie ist, finde ich. Weil das auch, wie gesagt, das ist so eng anliegend. Sie wirkt dann schon sehr, sehr damenhaft, sag ich jetzt einfach mal. Aber trotzdem. Das ist okay. Das ist gut. So, das bist du jetzt in deiner bösen Form und das bist du in deiner lieben Form. Ich denke, alle anderen Outfits können in der bösen Form aber so bleiben. Ich weiß sowieso nicht, wie oft man das dann sehen wird. Von daher ist es ganz okay. So, ein Sim hinzufügen. Gibt es hier die Möglichkeit? Genetikexperiment. Genau, ich hätte nämlich gerne... Bruder, Schwester. Genau, Bruder oder Schwester von dir. Okay, Bruder zufällig wählen. Zwilling zufällig wählen, genau. Ich hätte gern... Oh, du bist perfekt. Du bist perfekt. Wow. Erstmal kommt der Name. Da habe ich mir bei ihm überlegt, Dante wird der Gute heißen. Und dann schauen wir mal. Ich bin ja nicht unbedingt Fan von dieser Frisur, ne? Das ist aber die einzige Frisur bei den Männern. Oh, da hängt Sims wieder. Es geht gleich wieder, keine Sorge. Keine Sorge, es wird gleich wieder funktionieren. Ja, ich bin kein Fan dieser Frisur. Und das ist die einzig neue, ne? Ist das wirklich die einzige neue für Männer? Ich glaube, ja. Ja. Leute, die gefällt mir nicht. Die gefällt mir nicht. Was soll ich machen? Ich hätte gerne eine neue Frisur genommen, aber ich mag die nicht. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was machen wir jetzt überhaupt bei dir? So, jetzt bist du natürlich der gleiche Typ, ne? Der hier. Das war doch auch bei ihr. Das ist doch jetzt im Endeffekt der gleiche Typ, ne? Glaube ich zumindest. Okay, passt auf. Wir machen jetzt erstmal das Gesicht ein bisschen schmaler. Na, komm schon. So, die Wangenknochen ein wenig anheben. Du bist mir da noch ein bisschen... Du bist mir ein bisschen zu rund. Vielleicht ist das doch doof, wenn ich die Haare komplett wegmache. Gib mir mal bitte eine andere Frisur. Gerade mal einfach das hier. Von mir aus. Und nicht in Pink, das irritiert mich auch. Mach mal bitte schwarz. So. So. Schön hohe Wangenknochen. Schön schmal. Kann ich das nicht nochmal ein bisschen anheben? Kiefern ein bisschen zurück. So. Was ist mit deiner Nase? Die ist an sich... Die ist an sich okay. Du musst ja nicht die gleiche Nase bekommen wie die Viola. Die Nase finde ich gut. So, die Lippen sind an sich auch gut. Ein bisschen runter den Mund. So. Ja, es ist okay. Die Augen irritieren mich noch ein bisschen. Ich kann mir momentan die Viola besser mit der Marie vorstellen. Das bedeutet, er gefällt mir noch nicht hundertprozentig. Und ich sollte es so hinbekommen, dass er mir hundertprozentig gefällt. Was stört mich an ihm? Ich muss gerade mal überlegen. Das Kinn stört mich. Was stört mich an ihm? Ist es doch die Nase? Ist sie doch ein Ticken zu lang? Nee, pass mal auf. Ich muss dir erstmal eine ganz normale Augenfarbe geben. Genau. Damit ich das so ein bisschen erkenne, was mich hier stört.
Also, mich stört, ich weiß, was mich stört. Mich stört dein schmaler Kiefer. Weil ich, wenn ich männliche Sims erstelle, die ich gut finde, den Kiefer eigentlich etwas breiter habe. Du bist so gar nicht mein Sims-Typ gerade. Das irritiert mich. Du siehst furchtbar aus. Du siehst furchtbar aus. Nein, das geht doch nicht. Was ist denn das für ein Geierkinn? Das gefällt mir nicht, Leute. Gesicht, wo ist denn das? Ist das schönste Sims-Gesicht überhaupt? Finde ich für Männer. Das nehmen wir jetzt auch. Das nehmen wir. Ja. Das nehmen wir. Das ist besser. Findet ihr nicht, das wirkt direkt anders? Mach mal den Mund zu. Alter, mach den Mund zu. Das wirkt besser. Ja, das ist sofort eher mein Ding. Höhere Wangenknochen, breiterer Kiefer. Ja, das ist mehr meins. Von der Seite sieht es so ein bisschen zermatscht aus. Das können wir hoffentlich gleich noch ändern. Indem deine Augen... Oh Gott. Ich bin voll der Psycho. Aber auch mit der Nase, das gefällt mir so alles mehr. Ich bin eher so... Bei den Sims-Männern bin ich eher so für kantigere Gesichter. Nicht immer dieses Süße. Das finde ich besser. Die Augen sind mega gruselig, weil die einfach viel zu groß sind. Was haben wir? Das sind die Standardaugen, ne? Kann ich mal eben kurz... Mich irritiert das total. So. Oh Gott. Das mal eben komplett wegmachen. Hast du jetzt sonst noch was abgesehen von der... Hast du Schminke? Ja, ne? Wo haben wir es denn? Gesicht? Wo haben wir denn Make-up? Da. Oh, schon viel besser. Dankeschön. Das kommt mal komplett weg. So, die Augen... Ich nehme immer gerne die, ne? Die enger zusammen und ein bisschen größer. So, und vor allem so. So. Ja, die sind ein bisschen weit reingedrückt, ne? Habe ich so das Gefühl. Dein Kopf ist an sich ein bisschen breit. Ich bin am Überlegen. Es ist immer noch irgendetwas, was mir nicht hundertprozentig zusagt. Ich kann aber nicht sagen, was es ist. Vielleicht auch jetzt momentan einfach dieses sehr andere Aussehen. Dass man sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen muss. Warum sind deine Augen so reingedrückt? Was ist los mit dir? Was ist da passiert? Was machen wir für eine Frisur? Leute, guckt ihn euch an. So, ne? Man sieht, dass ich den Sim gemacht habe. Der sieht aus wie all meine Sim-Männer. Der sieht aus wie Max, wie Aaron, wie alle. Das ist so schlimm. Deshalb kann ich nicht schon wieder die Frisur nehmen. Was gibt's denn für lange Haare? Ich möchte so gerne lange Haare. Dreadlocks? Das wär's doch mal. Aber die sehen alle nicht gut aus, ne? Nee, die Männerfrisuren mag ich nicht. Das bedeutet, du bekommst höchstwahrscheinlich im Mittel lange Haare. Nein. Nee, das kann... Boah, Leute, das kann ich nicht machen. Ja, die Frisur ist neu und... Neu möchte man immer gerne ausprobieren, aber das kann ich nicht bringen, ey. Darauf komme ich nicht klar, echt nicht. Das gefällt mir nicht. Das ist gut. Vielleicht sollte ich, aber mal, ich mache immer Männer mit langen Haaren. Vielleicht sollte ich mal kurze Haare nehmen. Dann aber, Moment. Stopp, stopp, stopp. Nein, Quatsch. Hallo, bleib doch hier bitte, mein lieber Dante. Was wollte ich? Haare. Genau, ich wollte bei den kurzen Haaren durchgucken. Nope, nope. Wo haben wir denn das Gestriegelte? Nein, das geht auch gar nicht, ey. Pilzkopf. Wo haben wir das Gestriegelte? Passt nicht zu Marie. Wo haben wir das? Wie haben wir das? Nein. Das geht nicht. Punk-Vampir? Nein, geht auch nicht. Ja. Gar nicht so übel. Nein. Warum steht ihm das nicht? Ich mag die Frisur gern. Warum steht ihm das nicht? Oh Gott, nein. Nein, damit kann ich mich nicht anfreunden. Schwarze Haare? Ja, ich glaube, am ehesten schwarze Haare bei ihm, ne? Ja, am ehesten schwarze Haare. So, jetzt muss ich hier mal ein bisschen zu Potte kommen. Ich kann mich hier einfach nicht entscheiden. Es geht nicht, Leute. Es geht nicht. Nein. Nein.
Nein. Was ist damit? Bürstenschnitt. Nein. Das mag ich auch immer. Aber schwarz sieht das nicht so gut aus. So sieht's cool aus. Ja. 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 Aber er ist... Fehlt dir ein Bart? Er ist noch nicht der Attraktivitätsbolzen, den ich gerne hätte. Deshalb, was hilft da? Bart. Welcher Bart hilft? Der. Seht ihr? Der Bart hilft. Hilft auch der? Nope. Hilft der auf gar keinen Fall. Niemals? Nein. Nein. Also wenn Bart... Ja. Wenn Bart, dann nur das oder das. Das ist mir zu viel. Das. Das ist dein Bart, Junge. Ja, das wird dein Bart. So, wir haben aber deine Frisur noch nicht gefunden und deine Augenbrauen haben wir auch noch nicht gefunden. Etwas dünner, weil Vampir, die sind schon perfekt eigentlich. Augen muss ich auch nochmal eben schauen. Rot auf gar keinen Fall. Wie sieht es bei dir aus mit einer normalen Augenfarbe? Könnten wir eigentlich machen... Ach, da fällt mir ein, Leute. Stopp. Habe ich bei dir? Ich habe bei dir keine andere Augenfarbe genommen, ne? Da müssen wir nochmal eben fix gucken. Welche wollte ich denn? Nee, ich hätte gerne... Genau, das hier hätte ich gerne. So, das bedeutet, bei dir können wir auch eine normale Augenfarbe nehmen. Wir können sogar die hier lassen. Deine Schwester auch. So ein bisschen größer. So. Er sieht aus wie Ronny. Er sieht aus wie alle Männer, die ich hier stellt. Ich kann mich für keine Frisur entscheiden. Ja, komm. Komm, die bleibt. Die bleibt. Ja. Das bleibt jetzt. Ich find ihn gut. Er sieht aus wie jeder. So, bist du muskulös oder eher nicht so? Mal eben schauen, hier komplett mal alles weg. Ein bisschen dünn bist du, ne, mein Lieber? Oh. Ja. Ein bisschen Hintern kriegst du auch. So, ist schon in Ordnung. Ja, Schultern, komm, wir müssen jetzt auch nicht die übelste Maschine aus ihm machen. Ich finde, so ist das schon in Ordnung. Ich muss ihn mir nochmal anschauen. Doch, ich finde ihn süß. Doch, du bleibst so, Dante. So, Klamotten. Was ist das hier? Das ist gut. Das ist natürlich super. Boah, ist das geil. Ja. Ja. Aber wir haben ihr jetzt auch normale Sachen angezogen, ne? Pass auf, bekommst du auch normale Sachen, oder? Das Problem ist, die Männersachen sind nicht so schön, die normalen, ne? Pass mal auf, Kombinationen. Da ist mein Handy im Hintergrund. Ich werde das mal auf lautlos stellen. Oder aber ich gehe dran und werde mit meiner Mutter reden. Nein. Jetzt geh doch mal aus hier. Handy aus. Ton aus. So. Mutter muss warten. Ich bin hier gerade mit Dante beschäftigt. Also, wo waren wir? Na, wir waren bei Klamotten. Nein. 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 Komm, Junge. Du kriegst ganz normale Sachen. Du kriegst eine nette Jeans an, wenn ich hier eine finde. Jeans. Ach, die Standard-Jeans, wie immer, ne? Wir gucken mal kurz bei Oberteilen. Blusen, nein, Jacken. Ja, sowas hier. Dass er wie die Viola auch auf den ersten Blick normal aussieht. Wie sind da die Farbkombinationen? Ja. Alle nicht super schön. Lederjacke? Nope, auf gar keinen Fall. Nee, das hier ist schon fast zu förmlich. T-Shirts, was haben wir da? Ja, das, was ich immer nehme, nein. Das wird langweilig. Was ist damit? Moment, das hier? Normaler Pulli, nee, auch nicht, ne? Das hätte ich schon lange nicht mehr. Das habe ich schon lange nicht mehr genommen. Das ist okay. Das ist okay, auch mit der Hose. Da kann ich nochmal gucken. Vielleicht einen Tacken heller oder grau. Obwohl, so hat man mal ein bisschen Kontrast, ne? Ja, schwarz bleibt. Schwarz bleibt. So, schwarze Schuhe, das sind meine Standardschuhe. Schmuck brauchst du nicht. Ringe, nee, passen nicht zu ihm. Ach, wir können noch mal eben kurz gucken. Ich darf das hier ja nicht vergessen. Was hast du jetzt für Zähne? Die sind super. Die sind absolut in Ordnung. So, dann gucken wir schnell durch. Was haben wir jetzt bei dir genommen? Ich muss noch mal eben kurz schauen. Was hatten wir hier? Da hatten wir das. Kann er das Gleiche anziehen? Ist das jetzt für Männer oder nicht? Kombination, wobei das natürlich auch geil wäre, ne? Da könnte ich natürlich das anziehen. Ja, die sind ja sehr ähnlich. Das ist ja nur die Jacke, die sich da unterscheidet.
Aber was nehme ich denn bei seiner dunklen Form? Nee, ich muss dich so ins Rennen schicken, so bist du einfach perfekt. Auch die Schuhe sind gut, dann brauchen wir aber Socken dazu. Wo haben wir es denn? Socken. Ja, weiße Socken bin ich nicht so der Fan von, aber alles andere. Sieht grau besser aus? Ja, grau sieht besser aus, also so bleibst du. Sportklamotten, da muss auf jeden Fall die Kappe weg. Das passt jetzt nicht so unbedingt zu dir. Doch, er sieht super aus. Jetzt gefällt er mir. Je länger ich ihn anschaue, desto mehr gefällt er mir. Das hier. In braun, in rot. Jetzt bekommst du mal schön was Rotes. Eine lange Hose dazu? Oder eher die hier? Die in rot, nein, die in grau. Oder wir bleiben bei schwarz. Schwarz ist okay. Und die Schuhe dazu. Ja, Socken brauchst du nicht. So, in was für Klamotten schläfst du? Du schläfst auf jeden Fall ohne Brille. Das ist schon mal wichtig. Der heiße Liebhaber? Nee, ne, nicht unbedingt. Erstmal muss das Oberteil weg. Einfach eine lange Hose. Was ist mit der? In Rot. Komm, du bist ein Vampir. Du hast jetzt heute. Hast jetzt deinen Rot-Trip. Bekommst du noch ein Tattoo? Ah, nee, komm, brauchst du nicht. So, das muss aber nicht schon wieder rot sein. Da können wir. Können wir die hier nehmen? Ja. Die nehme ich immer, ne? Ja. Blau. Vielleicht so. Finde ich gut. Ist dein Hintern zu groß? Nee, ne? Geht schon. Geht schon, geht schon. Das passt ja gerade wie die Faust aufs Auge. Nur die Hose, nicht? Die finde ich einen Ticken zu eng. War die das, ne? Ja, ich glaube, das war die. Nein. Nein, nein, nein. Was ist damit? Nein. Ist das eine? Ach, das ist eine von den neuen, ne? Die hier auch. Die ist gut. Nee, nicht schon wieder in weiß. Ich will euch nicht erschlagen mit meinem ganzen Weiß und Pastell. Die Schuhe einfach in schwarz. Ganz simpel. Ja. Ganz simpel. Das ist in Ordnung so. Dante, du bist super. Du bist super, oder? Jeanshemd. Nee, das können wir alles knicken. Ich guck noch mal ganz schnell. T-Shirts. Nee, alles nicht. Pullover. Nein, möchte ich nicht. Mit Knöpfen. Nee, eigentlich auch alles nicht. Das Oberteil ist gut, was du anhast. Das ist gut. Nee, alle anderen Farbkombinationen möchte ich nicht. Ja. Nee, das auch nicht. Okay, du bleibst dabei. So, das passt schon. Dann machen wir deine dunkle Form. Und bei deiner dunklen Form bekommst du eine andere Augenfarbe, nämlich auch diese hier. Und ein paar mehr Details. Wo haben wir es denn? Gesicht, Hautdetails, Vampirbrauen. Das ist mir zu viel. Das ist bei ihm gut. Ja, dann auch wieder das hier. Dass es nicht zu krass aussieht. Nein. Obwohl doch. Nee, Wangen würde ich weglassen, weil ich mag dieses Eingefallene hier, dass das so aussieht. Am Mund, ja. Okay, und Zähne bleiben so. Du bist gut. Also Viola finde ich auch super. Aber dich finde ich auch super. Das ist aber jetzt deine normale Form. Okay, hier ist die andere Form. So, dann schauen wir mal, was wir da jetzt Schickes anziehen. Kombinationen. Ich finde es wieder nicht so. Wollen wir das hier? Ist das nicht für ihn eine Nummer zu krass? Das auch nicht. Das ist auch geil, ne? Nee, das ist der Butler. Ist auch super. Das finde ich gar nicht mal schlecht. Ich habe überlegt, ob ich wieder das gleiche nehme. Nur mit der anderen Jacke, aber ich finde das auch gut. Das ist auch gut. Ja, sieht gut aus, kannst du anlassen. So, und dann schauen wir mal, dein Gang bleibt auch so. Du möchtest auch die Vampirfamilie? Du bist Spinner, Hitzkopf, fröhlich, kreativ. Du bist selbstsicher. Perfektionist, Musikliebhaber, Chaot, tollpatschig, viel Fraß. Ein kleiner Snob? Nee.
Nee, Snob muss nicht unbedingt sein, böse. Familienbewusst bist du und dann bist du noch ein Bro. Genau, du bist der totale Bro. Ich muss noch mal eben durchgucken, Leute. Das Oberteil sagt mir doch nicht hundertprozentig zu. Das sagt mir doch nicht zu, was ich schade finde. Da haben wir es. Jacken. Das gefällt mir schon eher. Das gefällt mir... Ja, das finde ich besser. Das ist ja auch noch neu, ne? Ist auch wieder weiß, aber gut. Wir nehmen das hier. Wir nehmen das. Das finde ich super, Leute. Das finde ich super. Und damit hätten wir Viola Stroud und den guten Dante Stroud. Und dann war es das jetzt auch für diese Folge. Ich werde die Familie jetzt speichern und später mit dem normalen Spielstand weiterspielen. Da werden wir uns, wie gesagt, in der Folge heute noch ein bisschen um Lucy kümmern. Aber vielleicht können wir die beiden ja mit Marie schon mal kennenlernen. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.